Servus, ich bin die Pia, ich bin 20 Jahre alt und komme aus München. Nach meiner Ausbildung zur pharmazeutisch-technischen Assistentin arbeite ich nun in der Schweiz als Pharmaassistentin und studiere Pharmatechnologie an der Hochschule für Life Sciences. Mein Ziel ist es, noch mehr Menschen helfen zu können, indem ich an Medikamenten und Wirkstoffen forsche, neue Substanzen entwickle und an verschiedenen neuen Technologien arbeite. Mein Studium ist sehr vielseitig, angefangen damit, dass ich viel über den menschlichen Körper lerne und wie die Arzneistoffe darin wirken. Dazu kommen noch die Medikamentenforschung, wo auch die pharmazeutischen Verpackungen, das Qualitätsmanagement, die Medikamentenregistrierung sowie die Planung und die technische Ausführung von Produktionsanlagen auf dem Stundenplan stehen. Und nebenbei gibt es noch die Laborpraktika, die sehr spannend sind. Mein Leben als Studierende kann man vergleichen wie einen normalen Arbeitstag. Beginn ist etwa um 8:30 und Ende gegen 16 Uhr. Allerdings ist nach den Vorlesungen noch ein bisschen Lernen angesagt, aber neben dem ganzen Wiederholen und dem Praktika hat man auch immer noch Zeit, sich mit Freunden zu treffen. Zum Ausgleich spiele ich Volleyball und es ist einfach schön, dass so viele Studierende und auch Dozenten zusammen einen Sport ausüben. Mein Traum für die Zukunft ist die Krebsforschung, vielleicht eines Tages einen neuen Wirkstoff zu entwickeln, der vielleicht die Welt verändern wird. Und vielleicht bekomme ich dann auch den Nobelpreis.